Ich bin bald zurück. Mein Haus ist verbuggt. Hey Opa, wach auf. Hör auf zu schlafen, sonst mit mir. Komm schon. Wach auf! Das Haus brennt! Orks greifen an! Schwiegermutter steht vor der Tür. Oh mein Gott! So, hallo Opa. Kennt ihr das? Ihr geht einfach in ein Haus von irgendwelchen alten Menschen und sofort reden sie euch voll mit Sachen, die ihr gar nicht wissen wolltet. Hallo? Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Speichern dieses Mal. Aber er hat die Automap gespeichert und sonst hatte ich hier, glaube ich, nichts weiter gemacht. Nee, die Kneipe hatte ich vorher schon. Alles klar. Exit. Tür ist ein Messingschild, Labor, betreten verboten. Naja, ich habe gemerkt, wie verboten das ist. Oh, es war ein Ausnahmefehler, okay. Alles ist gut, das Spiel ist nicht kaputt. Nein, nein, es wird öfters kommen. Dieser Raum ähnelt dem Labor eines Alchemisten. Ach. Überall stehen Fässer mit Kräutern und Mineralien. Auf den Tischen befinden sich Glaskolben, die mit Hilfe von Kerzen erhitzt werden. Ist hier noch was in den Fässern? Das ist ein Meth-Labor. Das Spiel stammt aus 91. Da hat man noch kein Meth gebraut. Da hat man LSD oder so hergestellt. Weißt du denn gar nichts? Loadinge, Blase Wahrheit. Ich habe wie gesagt, du begrenzt Platz. Waffen, Macht 1, kann ich nicht benutzen. Rüstungsschutz 1, auch nicht. Licht 1, war noch nie sonderlich helles Licht. Licht. Streitkolben. Okay, wir machen das jetzt. Einen Moment, Okay, ich muss die Kanalschlüssel erstmal wegschmeißen. Der verschwindet dann übrigens für immer. Robe, Leder. Ich fällt gerade eigentlich kann ich das noch gar nicht benutzen, weil ich noch keiner Gilde beigetreten bin. War da nicht noch mehr drin? Ich dachte so. Ich dachte so beim. Ach nein, das war glaube ich. Das Zeug nicht alles mitnehmen sollen. Ja, bitte. Wir machen das nochmal neu. Ich kann die Sachen nämlich noch gar nicht tragen, wie mir gerade so einfällt. Also würde ich sagen, ich lasse die Scheiße da liegen. Oh Gott. Jetzt muss ich die Tür nochmal öffnen. Oh Gott, ich muss sie nochmal öffnen. Hilfe! Das Spiel macht mich fertig. Ja, und der Schlüssel explodiert wieder. Aber erneut komme ich sicher rein. So, ist da irgendwas drin, was ich jetzt schon gebrauchen kann? Das Kettenlaufwerk eiert voll rum. Magischer Kompass. Klassen. Die kann ich eh nicht benutzen. Ich habe keine Klasse, deswegen kann ich es nicht benutzen. Streitkolben, Nahkampfwaffe. Ich kann davon gar nichts benutzen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Was steht bei den Klamotten? Bei den Klamotten steht irgendwie alle benutzen, ne? Weiß gar nicht mehr. Irgendwie war das so. Ich hab da sowas in Erinnerung, so. Egal, wir können ja jederzeit jetzt hier raus und rein, ne? Ja. Okay, alles gut. So, dann fahren wir hier mal rum. Hast du noch was zu sagen jetzt? Nachdem wir dein Labor nicht ausgeräumt haben. Hallo. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ich selbst bin fast blind und zu alt, um euch zu begleiten. Falls ihr einmal in großer Gefahr seid, werde ich versuchen, euch zu heilen. Aber Vorsicht, auch meine Kräfte sind begrenzt und ich werde euch nicht immer zur Seite stehen können. Aber nun sputet euch, denn Marmion ist dabei, Lord Tabus zu befreien. Einen Rat habe ich noch.
Ich hätte vielleicht jetzt die Geschichte vorlesen sollen. Noch für euch. Sucht meine Gilde auf. Einen grauen Zauberer könnt ihr sicherlich gebrauchen. Ja, den brauchen wir. Nicht wahr? Der Turm der grauen Zauberer befindet sich auf einer Insel in der Nähe des Elfendorfes, nordwestlich von Twin Lake. Ich habe einer ehemaligen Schülerin Bescheid geben lassen. Sie erwartet euch in ihrer Gilde, in der Gilde und wird euch, falls ihr es möchtet, begleiten. Ich könnte erstmal die Geschichte vorlesen, aber vorher hole ich mir noch die Karte, die ich dann wegschmeißen kann. Autsch. Jetzt lädt es natürlich wieder 2 Stunden, weil nichts mehr im RAM ist. Dann finde ich den Rest von dem Zeug wohl so. Jetzt wird es gleich erstmal wieder länger dauern. Okay, wir benutzen mal Karte. Karte von Larion benutzen. So, wir dürfen sie jetzt benutzen. Ah, komm her, du schmutzige Karte. So, können sie erstmal wegwerfen. Oder brauchen die später nochmal? Ich denke nicht. Wenn doch, dann habe ich sie jetzt weggeworfen. So. Lesen Sie nun bitte die bei Packung beigefügte Novelle Die Geschichte des Amberstars. Das kann er, glaube ich, auch wegwerfen. So. Das mache ich jetzt in echt auch. Nein, Moment. Jetzt habe ich hier einmal etwas, was wir jetzt viel später brauchen. Ich habe hier die Karte. Mit einer netten Beschriftung, die man normal nicht hat. Das ist gar richtig gut, die Qualität. Okay, da unten ist es ein bisschen ungünstig. So, und jetzt werde ich erstmal. 7 Seiten vorlesen. Dazu stellen wir uns allerdings eine schönere Umgebung. Mit schönerer Umgebung meine ich eine, die sich schöner komprimieren lässt, weil da keine sich bewegenden Fackelgrafiken sind. Weil das hier ja nochmal 2 Sekunden. 2 Megabyte mehr Speicher fressen würde, was total irrelevant ist. Wow, mein Diskettenlaufwerk frisst dich gerade. Mein Diskettenlaufwerk, ja. Das Emulator-Diskettenlaufwerk. Wir können Sonnenaufgang bewundern. Bewundern den Sonnenaufgang. Wir haben sogar Sterne, Mann. Das sind Details. Gott, ich trinke das nochmal einen Schluck, bevor ich jetzt loslege. Oh, man. Tarbos. Dies ist die Geschichte von Tarbos, Gott des Chaos. Der das Land Lyramion, ich hoffe, ich spreche das richtig überhaupt aus, verwüstete, wie er groß wurde und wie er fiel. Kapitel 1, Kinder. Vor mehr als 1000 Jahren lag tief in den schönen Wäldern des Südostens Lyramions das Dorf Vorbrock. Die Bewohner waren blond und gutherzig und groß und blauäugig und, das ist eine andere Geschichte. Sie lebten vom Fischfang, der Jagd und dem Handeln mit der nächsten Stadt, die etwa 2 Tagesreisen im Westen lag. In jedem Dorf wuchs ein Junge mit Namen Tar auf. Er war nicht wie die anderen im Dorf, sein Haar war schwarz wie die Federn eines Rabens bei Nacht. Sein Gemüt düster, häufig wurde er von den anderen Kindern gequält und oft kam Tar schmutzig und mit blauen Flecken nach Hause, verbarg dann sein Gesicht im blonden Haar an den Schultern seiner Mutter. Er weinte nie, seine Mutter liebte ihn und gab ihm alles, was er wollte, doch manchmal lag sie wach im Dunkel der Nacht neben ihrem schlafenden Mann und machte sich Sorgen. Sorgen über ihren seltsamen Sohn. Um den anderen Kindern zu entkommen, ging Tar oft schon am frühen Morgen allein in die Wälder, um erst kurz vor dem Abendessen zurückzukehren. Sein Vater brummte oft wegen der langen Abwesenheit seines Sohnes, wusste aber in den Tiefen seines Herzens, dass sein Sohn die Einsamkeit brauchte, um die Grausamkeiten der anderen Kinder zu entkommen. Eines Tages ging Tar besonders früh. Übervoll von Abneigung gegen jeden, wollte er tiefer als je zuvor die Wälder durchstreifen. Auch trotz der Warnung vor einem schweren Sturm, die er von seinem Vater bekam. So ging er durch versteckte Täler, kreuzte kleine plätschernde Bäche und fand Plätze, wo die Sonne nur selten den laubbedeckten Boden erhellt. Doch so etwas hatte er schon oft gesehen. Er ging achtlos vorüber. Dann kam er auf eine Lichtung, die er noch nicht kannte. Das Gefühl des Unbekannten ließ ihn aufhorchen. Er sah in den Himmel hinauf, der bereits dunkel wurde. Auf der anderen Seite der Lichtung, in den Schatten kaum zu erkennen, lag ein nackter Erdhügel mit einem dunklen Loch, dem Eingang zu einer Höhle. Nichts Schlechtes denken jetzt, falsch. Langsam ging Tar über die Lichtung, erneut sah er in den Himmel. Er würde sich beeilen müssen, wenn er nicht nass werden wollte. Doch bevor er umkehrte, wollte er einen Blick in die Höhle werfen, die ihn mit geheimnisvoller Stimme zu rufen schien. Die ganze Lichtung schien auf den dunklen Eingang der Höhle zu deuten. Alles war ruhig, als ob Tar nicht von der Öffnung ablenken sollte. Als ob nichts. Lesen und so, ne? Mit jedem Schritt glaubte Tar mehr die Kontrolle über sich zu verlieren. Dann erreichte er den Eingang. Tief in die Höhle wurde langsam ein Licht immer größer.
Da fühlte, wie ihn seine Füße in die Höhle trugen. In die Höhe, ja. Die Luft wurde dumpf, der Geruch erinnert an einen toten Fuchs, den er einst gefunden hatte, nur tausendfach stärker. Das Licht wurde heller und größer, fiel flackern auf die rauen Wände der Höhle. Vor sich auf dem Boden erkannte Tar einen dunklen Schatten. Er wusste nicht, wo das Licht herkam. Ein leiser Ton erklang, wurde langsam lauter, wie Wasser, das über Steine fließt. Und doch irgendwie anders. Alter, das können wir noch dauern. Seine Füße blieben vor dem Schatten stehen, er sah hinab. Es war eine Leiche, ein toter Bär. Drei Haare. Er war noch nicht so lange tot, jedoch schon in Verwesung übergegangen. Der Gestank traf Tar mit voller Wucht und er. Ich stoße hier ständig gegen mein Mikrofon, schlimm. Und er drehte sich weg von dem Anblick des sich krümmenden Maden im Fleisch des toten Tieres. Tars Füße gehorchten ihm nicht und es wird Tag. Jetzt bin ich da. Auch nicht, als der Kadaver sich bewegte, sich aufrichtete und Maden und Fleisch auf den Boden fielen. Er hob den Schädel, bis die Augen in gleicher Höhe mit denen Tars waren und öffnete sie. Tar sah das Leben in den Tiefen des Schädels flackern. Ein übles, ein unreines Leben. Der Kadaver atmete tief ein. Für einen kurzen Moment herrschte Ruhe. Dann sagte der Bär Tarbos und stieß eine Wolke übelriechenden Gases in Tars Gesicht. Tar kam zu sich, verzog das Gesicht und stolperte zurück. Er bekam keine Luft, konnte nichts sehen, versuchte faule Luft aus den Lungen zu bekommen, keuchte und stöhnte. Er fiel auf den Rücken, drehte sich, kroch zum Eingang der Höhle und sah nicht, wie der Bär hinter ihm zusammenbrach, als habe ein Puppenspieler die Fäden durchtrennt. Das flackernde Licht wurde schwächer. Der Hügel erzitterte, während Tar zum Ausgang kroch. Staub und Erde fielen herab. Endlich war er wieder draußen. Gott, das wird noch lange dauern. Er sah sich um, das Tageslicht stach in seinen Augen, die heftig tränten. Mit einem lauten Rumpeln fiel der Erdhügel in sie zusammen. Als der Staub sich gelegt hatte, blieb nur ein Flecken kahle Erde. Tar hustete und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Er spie aus, um den widerlichen Gestank aus dem Mund zu entfernen. Dann setzte er sich und überdachte, was geschehen war. Er fühlte sich gut, als ob Feuer in seinen Adern strömten. Das ist nichts, was man gut ist. Sein Kopf war klarer denn jemals zuvor, die Kraft seiner Augen stärker denn je, jedes Blatt, jeder Grashalm, jeder Kiesel im Schatten zu erkennen. Dann fühlte er einen Schock, Scham, als ob sein Körper von einem Geist gezogen wurde, der nun nackt und offen lag. Tar stand auf, spuckte ein letztes Mal aus und sah zum Himmel. Es wurde immer dunkler. Er rannte zurück ins Dorf, angeregt mit neuer, unbekannter Kraft. Als Tar aus dem Wald herausgerannt kam, war der Himmel bereits schwarz. Er blieb stehen und lächelte. Er war überhaupt nicht erschöpft. Es gibt's zu lachen, Erdfresser, schnarrte eine Stimme hinter ihm. Tar drehte sich um, es war Mark. Mank? Mankquelle Tar, wo er ihn nur traf. Okay, wer heißt Tar, ne? Er war groß für sein Alter. Tar sah mit kühlem Blick an ihm hinauf und sagte, kratzte eine Flohbisse im Pferdegesicht. Manks Augen weitete sich, dann lächelte er. Hat Papa dir neue Wörter beigebracht? Ich sollte das vielleicht irgendwie anders betonen, aber das wird wahrscheinlich eh nichts gehen. Das Grinsen wurde breiter. Dabei ist er gar nicht dein Papa, wusstest du das? Ein richtiger Papa war ein Wildschwein, weißt du? Mank lachte und die anderen Kinder, die zugekommen waren, lachten mit ihm. Tar öffnete den Mund, um zu antworten, doch Mank stieß ihn hart, sodass er zu Boden fiel. Seht ihr? Kann ich einmal richtig gehen? Ich sollte vielleicht nicht so einen Dialekt sprechen, das passt glaube ich hier nicht. Die Kinder standen um Tar und lachten. Mank beugte sich über ihn, grinste und sagte, weißt du, wer deine Mama war, du Wichtwurm? Tar fühlte, wie Wut in ihm wuchs, wie ein Feuer. Ich sagte, wer deine Mama war, mein Kleiner. Tar wusste nicht mehr, was er tat. Er fühlte nur Wut und Hass. Er sah rot, hob den Arm und legte die Hand aus Manks Brust. Sie war... Weiter kam Mank nicht. Tar fühlte seine Kraft durch seinen Arm und seine Hand fließen. Seine Gewalt unter seinen Händen in Manks Brust. Ein Geräusch entstand und wurde lauter. Weit riss Mank die Augen auf. Niemand bewegte sich, kein Geräusch war zu hören, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Es donnerte. Tars Gesicht war dicht vor Manks, seine Hand immer noch auf Manks Brust. Ein Blutfaden rann aus Manks Mundwindeln, dann fiel er auf den Rücken, mit einem Ausdruck von Überraschung und Angst im Gesicht. Plötzlich bewegte sich alles wieder. Die Kinder schrien, Eltern kamen gerannt und sprachen mit lauten Stimmen. Nur Tar blieb ruhig sitzen, den Arm erhoben, absolut ruhig. Und Mank lag im Staub. Er bewegte sich nicht. Die Dörfler kamen auf Tar zu. Er sah auf in ihre wütenden Gesichter.
Dann brach der Sturm mit aller Heftigkeit über den Wald und das Dorf herein. Regen strömte herab, der Wind riss an Bäumen und Häusern, Blitze zerrissen vier Bäume fast zur gleichen Zeit und der Donner erstickte jedes andere Geräusch. Das war übrigens noch nicht mal eine Seite. Tas saß auf dem Bett im Zimmer seiner Eltern. Draußen tobte der Sturm. Seine Mutter hatte ihn geheißen, dort zu bleiben. Sein Vater hatte ihn nur wütend und verwirrt angesehen. Er hörte sie im Nebenzimmer reden. Er verstand nicht, warum alle so böse waren. Mank hätte ihn nicht stoßen sollen. Ich hab's ihm gegeben. Oh ja. Er stand auf und legte ein Tor an das raue Holz der Tür. Jetzt konnte er verstehen, was seine Eltern sagten. Haben es versucht, wirklich versucht. Aber wir haben es gewusst, als wir ihn fanden. Wir hätten ihn im Wald lassen sollen. Seine Mutter weinte. Sie beruhigte sich etwas, um sprechen zu können. Und was können wir tun? Die anderen werden ihn töten. Sie halten ihn für einen Dämon, antwortete sein Vater. Seine Mutter weinte wieder. Tas stellte sich vor, wie sein Vater zu ihr ging und sie in die Hand nahm. Seine Mutter war sehr klein. Hab keine Angst, mein Herz. Ich habe eine Idee. Wir bringen ihn zum Latios. Die Namen, den Zauberer. Er wird wissen, was zu tun ist. Tas sah zum Dorf zurück, als sein Vater mit ihm gen Norden in die Hügel ging. Er sah seine Mutter, doch sie beachtete ihn nicht. Sie hatte immer noch geweint, als sie zum Abschied küsste. Andere Dörfler standen um sie herum. Mit wütenden Blicken sahen sie ihm nach, als wäre eine Abscheulichkeit. Die Kinder versteckten sich hinter ihren Müttern. Er wollte weiterschauen, doch sein Vater zog ihn mit sich um eine Wegbiegung. Es sah das Dorf nie wieder. Also da ist jetzt irgendwas falsch geschrieben. Könnte auch im Originalhandbuch falsch sein, das weiß man nicht so genau. Das habe ich leider nicht dabei. Zur Nacht schlugen sie ein Lager auf. Tas Vater briet ein Kaninchen, das er gefangen hatte, über dem Feuer. Sie aßen schweigend und legten sich früh schlafen. Seit sie unterwegs waren, hatte sein Vater kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Am nächsten Tag erreichten sie das Haus von Latios Lanzenlein, einen alten Mann in grauer Robe. Er lebte allein in seinem kleinen steinernen Haus mit all den geheimnisvollen magischen Objekten und großen mysteriösen Büchern. Alle Menge, die in einsamen Häusern leben, sind einfach suspekte Leute. Tas Vater versprach ihn voller Respekt an. Lesen, ne? Nie gelernt. Der Zauberer grummelte und wollte wissen, warum sie gekommen seien. Ist wegen ihm, sagte Tas Vater und zeigte auf ihn. Er hat einen anderen Jungen getötet. Mit Zauberei. Die anderen wollten ihn töten. Sie sagen, er sei ein Dämon. Ich versprach seiner Mutter, meiner Frau, ihn zu euch zu bringen. Tas sah zu seinem Vater auf. Bist du nicht bei meinem Vater? Mein Vater sah ihn an, als sähe er ihn zum ersten Mal an diesem Tag. Nach einer Weile wandte er sich wieder Latios zu, der ebenfalls Tas ansah. Der Alte murmelte etwas, stand auf und wühlte in der dunklen Ecke. Nach einer Weile kehrte er in einen großen Kristall zurück. Halte das, sagte er zu Tas. Tas nahm den Kristall in, das war die erste Seite, beide Hände. Ihr könnt also schon mal zum nächsten Video springen, wenn euch das zu lang wird. Oder den schönen Sonnenaufgang hier immer noch genießen. Oder die Sonne. Es ist wieder Nacht, bis ich fertig bin. Er hatte den Schock oder ein seltsames Gefühl erwartet, doch der Kristall fühlt sich bloß wie ein großer Stein an. Latios, ich spreche das glaube ich völlig falsch aus, aber egal, legte seine alte runzlige Hand auf den Kristall und schloss die Augen. Eine Weile stand er still, dann runzelte er die Stirn, sein Gesicht wurde nass von Schweiß. Plötzlich riss er die Hand zurück und öffnete die Augen. Er starrte Tas an, dann seinen Vater. Nur eine große schwarze Hand, murmelte er verwirrt. Dann riss er zusammen und sagte, ich schlage vor, du schickst ihn zu den Suchern des gefährlichen Wissens. Vielleicht wissen die, was mit ihm zu tun ist. Eine Weile sahen sie nur an, dann fragte Tas Vater. Gut, aber wer Ich führe ihn, ich kenne ein paar von den Suchern. Tas hatte noch nie etwas gesehen, was den Ländern gleichkam, durch die ihn ihn führte. Sie reiste die Vorberge der Bolga-Kette und erklomm nun einen Steinpfad zu einem Pass durch die Berge selber. Latios sprach nicht viel, aber er starrte Tas auch nicht an. Nur manchmal hatte er ein seltsames Funkeln im Auge. Tas sah, dass dem Alten die Reise schwer fiel, und trotzdem rastete nur kurz und aß wenig. Nach zwei Tagen kamen sie in ein kleines felsiges Tal. In der Mitte stand ein Turm aus Stein. Was ist das? Fragte Tas. Der Turm der Sucher, antwortete Latios. Ach, was suchen sie? Das gefährliche Wissen. Wie man tote Dinge bewegt? Müsst ihr denn seinen Namen so oft benutzen? Sah Tas an. Ja, zum Beispiel. Tas war an. Was?
Tar war an mehr interessiert. Also, er starrte den Turm an. Endlich, nachdem sie sich mühsam durch das Tal gekämpft hatten, standen sie am Fuße des Turmes. Latios sah sehr müde aus. Bis, komm, ich kehre nun um. Warte, kommen wir nicht mit hinein? Fragte Tar. Latios sah den Turm hinauf und schüttelte sich. Nein, ich werde ihn nicht betreten. Aber sie werden nicht wissen, wer mich gebracht hat, warum ich hier bin. Keine Angst, sie wissen, dass sie hier sind. Dass wir hier sind. Latios drehte sich um und ging seinen Weg zurück durch die Berge. Tar sah ihm nach, wie in der Ferne kleiner und kleiner wurde. Dann drehte er sich um und betrachtete das hölzerne Doppeltor des Turmes. Er hob die Hand, um zu klopfen, doch bevor seine Faust das Holz berührte, öffnete sie das Tor und eine Stimme fragte, was ist, willst du den ganzen Tag da draußen bleiben oder kommst du endlich rein? Tar sah in die dunkle Halle, konnte aber nichts erkennen. Er trat ein. Das Tor schloss sich hinter ihm. Tar stand in der dunklen Halle. Ein Mann in einer ebenfalls dunklen Robe gab ihm mit der Fackel ein Zeichen zu folgen. Es ging eine sich windende Treppe hinauf, dann einen Korridor entlang. Schließlich wurde Tar in einen kleinen Raum geschoben, in dem ein bärtiger Mann, auch mit einer dunklen Robe gekleidet, hinter einem großen Holztisch saß. Der Mann sah Tar fest an. Tar fühlte sich unter diesem Blick alles andere als wohl, senkte die Augen jedoch nicht. Nach einer Weile meinte der Mann, Latios glaubt also, da könnte es ein Magier sein. Meine Stimmen klingen alle gleich, sehr gut. Damit kann man sie voll auseinanderhalten. Er sah auf seine Papiere und stieß es auf. Wie ist dein Name? Fragte er, ohne aufzusehen. Tar, der Bärtige hob den Blick und sah ihn an, als würde er ihm nicht glauben. Dann stieß er den Namen auf. Gut, du hast Talent. So viel ist sicher. Tar verstand nicht, warum, aber blieb ruhig. Der Mann sah ihn an. Hast du Fragen?